Das schmeckt gut. Hä? Oh, hallo, da seid ihr ja schon. Ich genehmige mir vor dem Video noch einen kleinen Snack. Und das passt überraschenderweise gut zum heutigen Thema des Videos. Snackworld, die Schatzjagd Gold. Ich habe mich direkt in das Spiel verliebt, als ich es zum ersten Mal in einem Video auf dem Twitter-Account von Nintendo gesehen habe. Der Grafikstil hat mich sofort angesprochen. Und als ich dann den Entwickler gesehen habe, wusste ich auch sofort warum. Das Spiel wurde von der Level 5 entwickelt und die gehören zu meinen liebsten Entwicklerstudios. Und deswegen freue ich mich, ein neues Spiel von ihnen spielen zu können. Wobei, so neu ist das Spiel gar nicht. In Japan erschien es erstmals im August 2017 für den 3DS und später in einer erweiterten Version für die Switch. In dieser Version waren alle DLCs der 3DS-Version schon enthalten. Und genau diese Version erschien noch bei uns, deswegen das Goldenamen. Aber was ist Snackworld eigentlich genau? Und wie finde ich das Spiel denn? Die Geschichte ist recht simpel. Unser Held, den wir selbst erstellen können, wacht ohne Gedächtnis vor einem Schloss, besser gesagt im RPG, was in dem Fall Royales Palastgelände heißt, auf und geht danach zum König, um sich vorzustellen. Allein an der RPG-Anspielung merkt ihr schon, dass das Spiel sehr humorvoll ist. Oftmals ist der Humor sehr stumpf, aber trotzdem kann man sich das Lachen oft nicht verkneifen. Allein die NPC-Gespräche beinhalten sehr viele Anspielungen an die verschiedensten Themen und das Spiel spielt oft mit typischen RPG-Elementen und macht Witze damit. Jedenfalls ist die Geschichte recht simpel und ohne große Twists, aber das muss sie bei so einem Spiel auch gar nicht sein. Es kommt vor allem auf den Unterhaltungswert an, den die Geschichte mit sich bringt, und dieser ist hier definitiv gegeben. Wer sein Spiel mit einer epischen Geschichte sucht, ist hier falsch. Ich will damit nicht sagen, dass die Geschichte komplett belanglos und langweilig ist, ganz im Gegenteil. Sie hat ihre Momente und unterhält, wie gesagt, aber muss vor allem in den ersten Kapiteln erstmal in Fahrt kommen. Story ist bei weitem nicht der Hauptaspekt des Spiels. Die Präsentation von Snackworld ist in einem cartoonigen farbenfrohen Stil gehalten, der auf der Switch noch gut aussieht. Level 5 waren für mich Meister darin, alles bestmöglich aus dem 3DS rauszuholen. Ich meine, schaut euch allein an, wie detailliert die Grafik von Yo-Kai Watch oder Fantasy Life aussieht. Diesen Stil merkt man im Spiel auch an, wobei in der Größe der Gebiete teilweise klar wird, dass das Spiel von 3DS stammt. Dazu aber mehr am Thema Gameplay. Optisch hat das Spiel jedenfalls einen eigenen Stil, der sich in das Gesamtbild von Level 5 gut einfügt. Auch die Musik klingt gut, wobei der Soundtrack nicht unbedingt das Ohrwurm steht. Die Musik passt gut zum Spiel, aber mehr auch nicht. Bei Yo-Kai Watch habe ich zum Beispiel die Soundtracks oft mitgesummt, was hier nicht der Fall war. Trotzdem ist die Musik nicht schlecht, eben nur nicht so catchy wie bei anderen Spielen von Level 5. Die Performance bricht an manchen Stellen leider etwas ein, wobei mir das größtenteils nur aufgefallen ist, als ich in der Stadt war, wo sehr viele NPCs rumstehen. In den erkundbaren Gebieten kam das so gut wie gar nicht vor und die Einbrüche waren auch kaum störend, weswegen man es ja nicht wirklich bemerkt. Anders als bei bestimmten anderen Rollenspielen auf der Switch. Das Gameplay ist das, worin Snackworld scheint. Das Spiel ist ein Dungeon Crawler, gemixt mit RPG-Elementen. Die Dungeons sind zufällig generiert, aber die Gebiete zwischen den Dungeons nicht. Jeder Dungeon kann man erneut betreten als etwas anderes bereithalten. Die meisten Gebiete sind aber relativ klein, was der Herkunft des Spiels vom 3DS geschuldet sein könnte. Die Missionen haben verschiedene Belohnungen, für kleinere Ziele, zum Beispiel, dass niemand aus der Gruppe sterben soll, oder dass keine Highlight-Items benutzt werden sollen. Deswegen lohnt es sich, die Quest mehrmals abzuschließen, um möglichst viele Belohnungen zu ergrinden. Das Kampfsystem ist interessant, da man bis zu 6 Waffen, beziehungsweise hier Jaras genannt, an seinem Jarabund ausrüsten kann und mitten im Kampf wechseln kann. Verschiedene Gegner sind anfällig für verschiedene Waffen, weswegen sich das Wechseln lohnt. Die Waffen spielen sich dabei verschieden, wobei man mit jeder Waffe eine Standardattacke, einen stärkeren Angriff und einen Spezialangriff ausführen kann. Auch die Angriffsgeschwindigkeit der verschiedenen Waffen ist unterschiedlich. Neben den Jaras bekommt man Unterstützung von sogenannten Snacks, was die Gruppenmitglieder dieses Spiels sind. Snacks können Menschen sein oder auch Monster, die rekrutiert werden können. Die Monster-Designs sind dabei ziemlich cool und könnten vom Stil her aus Yo-Kai Watch stammen. Es gibt verschiedene Arten von Snacks. Gruppensnacks, die die ganze Zeit im Team sind, und Taschensnacks, die nur kurz auf das Kampffeld treten, angreifen oder heilen und dann wieder verschwinden. Das ist laut taktisches Vorgehen, denn man gut auswählen sollte, welche Snacks man permanent dabei haben will und welche einem nur kurz helfen sollen. Snacks schließen sich übrigens an, wenn man einen Snacky von ihnen macht. Ja. Manche Snacks schließen sich im Laufe der Story an, andere in Dungeons, wenn man einen gewissen Vertrautheitswert bei ihnen erreicht. Ausrüstung und Waffen können gekauft oder auch selbst hergestellt werden durch Rezepte und auch verbessert werden. Die Materialien, die man findet, können hierbei in einem sinnvollen Crafting-System benutzt werden. Jede Ausrüstung braucht verschiedene Materialien, um verbessert zu werden. Und wenn man nicht genug hat, aber schon mit dem Verbessern angefangen hat, ist das kein Problem, da hinzugefügte Materialien gespeichert bleiben.
Jeden Tag wechseln im Spiel Modetrends, denn jede Ausrüstung besitzt verschiedene Marken und Farben. Es ist wichtig, im Trend zu bleiben, da die Erfüllung der Trends die Wahrscheinlichkeit auf seltene Items erhöht. Die Dungeons sind wie gesagt zufallsgeneriert, weswegen sie bei jedem Betreten anders aufgebaut sind. Leider ist das Design optisch relativ simpel und alle Ebenen der Dungeons sehen gleich aus. Aber was will man groß machen bei zufallsgenerierten Dungeons? Am Ende der Dungeons wartet immer ein Boss, welche echt cool sind. Die Kämpfe laufen in einer ganz anderen Kameraperspektive ab, ähnlich wie Nuka Watch Blasters. Ansonsten geht es darum, den Angriffen möglichst auszuweichen, um mit effektiven Waffen anzugreifen. Neben den Story-Quests gibt es auch Nebenquests, welche optimal zum Grinden von Leveln und Materialien sind. Das Spiel verfügt auch über lokalen und Online-Multiplayer. Zusammen mit Freunden können die Dungeons gemeinsam erkundet werden, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der lokale Multiplayer gut funktioniert, da ich ihn bisher nicht austesten konnte. Der Online-Multiplayer funktioniert halbwegs gut. Typischer Nintendo Online-Service halt, man kennt's. Trotzdem kann der Modus Spaß machen, wenn man mit einer stabilen Internetverbindung spielt. Snack wird es ein Dungeon Crawler mit einem interessanten Kampfsystem und einer großen Portion Humor, der einfach Spaß macht. Im Spiel werden größtenteils Dungeons erkundet, die zufallsgeneriert sind, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Die Story ist unterhaltsam, die Grafik ist bunt und passt gut auf die Switch und das Gameplay macht einfach Spaß, vor allem wenn man Dungeon Crawler mag. Aber kann auch sehr grindlastig werden. Allein für den Humor lohnt es sich aber, definitiv das Spiel zumindest mal auszuprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. In nächster Zeit werden jeden Sonntag Videos in diesem Stil kommen. Also Reviews, Toplisten oder auch Videos zu anderen Themen. Wie zum Beispiel nächsten Sonntag 5 Spiele, die meine Kindheit geprägt haben. Schreibt gerne eure Meinung zu Snackworld in die Kommentare. Ich verabschiede mich dann erstmal. Ciao!